Hallo, wir sind hier auf der Rotor Live 2018. Mein Name ist Sven Hartmann, Teampilot bei XXL Modellhelikopter bei Klaus Weise. Und ich wollte euch mal unsere neue Use vorstellen. Also die Use ist ja insoweit in der Form schon bekannt. Haben manche auch schon mit T-Rex 700 ausgestattet und kommt aber nicht so scalemäßig hin. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt mal eine richtige mit dem richtigen Antrieb. Da haben wir hier einen Contronic-Antrieb, Pyro 1000, mit Zahnriemen in der ersten Stufe, Planetengetriebe, 20er Welle, Servos sitzen unten, Gestänge gehen durch. Das heißt, es ist im Dom nicht sichtbar außer den Gestängen. Wir haben diesmal den Hauptantrieb vom Heckantrieb getrennt. Heckantrieb ist auch wieder mit dem Pyro 734. Geht über eine Übersetzung 3:1 direkt aufs Heck über Welle. Dadurch haben wir einen Vorteil, wir können eine niedrige Hauptrotordrehzahl bei einer hohen Heckrotordrehzahl fahren. Also immer ein super Wirkungsgrad. Zu unserem neuen Hauptrotorgetriebe haben wir auch einen Rotorkopf. Das ist eine Abwandlung, kommt vom UAV von Klaus Weise, ist getestet bis 120 Kilo, kein Problem. Und bei einer Gesamtmasse von ca. 23,5 Kilo flugfertig wird er damit locker fertig. Wir haben hier einen Rotorkreis von 2,90 Meter. Die ganze Maschine ist in Vollkohle, voll CFK. Wir haben die C-Variante gewählt mit Vierblatt-Rotorkopf und dem V-Leitwerk, damit wir unter die 25 Kilo kommen. Komponenten in der Ausstattung, Antrieb, Contronic-Motoren, Contronic Pyro 1048, Contronic Pyro 734 fürs Heck. Dann haben wir ein Cosmic 200 mit Wasserkühlung. Sieht man hier bei unserer Drohne. Die Wasserkühlung haben wir auch in der Use eingebaut. Dadurch kann der Cosmic einen Dauerstrom von 300 Ampere abhaben. Ne? Auf dem Heck haben wir ein Cool Cosmic 200 mit Luftkühlung. Das UAV hat eine Spannweite von einem Rotorkreis von 3,40 Meter. Ist jetzt hier erstmalig als Neuheit ein Hybrid. Das heißt, eine JetCat 2-Wellenturbine. Wird unterstützt vom Pyro 1048 im KSG mit Wasserkühlung. Das heißt, die Turbine regelt ein. Die Rotordrehzahl passt. Der Pyro wird dran gefahren, dass er seine Drehzahl hat. Beide haben Freilauf. Und somit, wenn wir Last auf den Rotorkopf geben, unterstützt der Elektroantrieb. Kann aber auch rein mit Elektroantrieb fliegen oder rein mit Turbinenantrieb. Wir haben hier ein Fassungsvermögen von 7,5 Liter. Und Akkus haben wir dabei, Gens Ace, Tattoo. 12S, 30.000 mAh. Die sind im Koffer untergepackt und mit so kleinen handlichen Steckern versehen. Ne? Ansonsten bei der Version Riemenantrieb erste Stufe, Riemenantrieb Heck. Wird sich aber auch noch ändern, da kommt ein Pyro 734 hinten ins Heck. Und das heißt, wir haben nur noch ein Kabel durchs Heckrohr, einen Stecker, können sie demontieren und dann ist die auch für den Kunden kompakt einsatzfähig. Ne? Bei weiteren Fragen kreativcopter.de oder direkt xxlmodellhelikopter.de. Und wie gesagt, ihr seht das ja schon, alle Antriebe Contronic laufen, funktionieren, top zufrieden. Herzlich willkommen bei uns beim Gartnerstand hier auf der Rotor Live 2018. Wir haben mit dabei unsere neue MZ32 Hot. Das ist unser 32-Kanal-Handsender, der jetzt neu rausgekommen ist. Wir haben da einige neue Features verbaut. Hardware-seitig haben wir hier vierfach kugelgelagerte Aluminium-Knüppelaggregate mit Hallsensoren. Das heißt, die Abnutzung der Potties, die wir bei uns sowieso schon sehr selten hatten, ist dadurch komplett ausgeschlossen. Dann haben wir als nächstes Feature hier oben zwei Antennen integriert mit zwei separaten und redundanten HF-Modulen. Hier vorne finden wir die lineare Antenne und hier oben drauf ist dann noch die Patch-Antenne. Könnt ihr ganz einfach den Abstrahlwinkel verstellen, je nachdem, wie er gerade fliegt. Noch mit dabei ist jetzt ein 9000 mAh LiPo-Akku hier hinten eingebaut. Der garantiert euch eine bis zu 10-stündige Betriebsdauer. Warum 9000 mAh? Ganz klar, weil unser TFT-Farb
Touchscreen-Display, natürlich sehr viel Strom benötigt. Es ist auch wunderbar lesbar in der Sonne. Hier kann man zwischen den einzelnen Seiten hin und her schalten. Generell bieten wir euch schon 3 vorinstallierte Seiten an, aber ihr könnt euch auch je nach ganz Belieben eigene Displays bauen. Ihr drückt dazu einfach lange auf seine Kappe und sucht euch dann genau den Bereich aus, den ihr benötigt, zum Beispiel den Benutzernamen. Sucht euch aus, wie groß das sein soll. Und schon hattet ihr jetzt hier, wenn ich einen Benutzernamen eingetragen hätte, euren Namen stehen. Die Software ist von Grund auf neu gemacht. Wie schon erwähnt, haben wir 6 einzelne Displays, die ihr durchschalten könnt, wo ihr die für euch wichtigen Daten anzeigen lassen könnt. Wir haben hier zum Beispiel jetzt einen HF-Schalter, um das HF-Modul ein- oder auszuschalten, eine Motor-Stopp-Funktion, den Namen des Modells, die Flugphase, diverse Uhren oder auch einfach eine Modellliste oder die Telemetrie anzeigen. Wenn ihr ins Grundmenü rein wollt, drückt ihr auf diese Menütaste, könnt dann hier das normale Basis-Setup regeln. Da könnt ihr euer Modell einstellen, geht auf die Modellliste und könnt dann hier entweder eure Modelle auswählen oder ihr erstellt ganz einfach ein neues. Hier oben links geht man immer wieder zurück, kann dann hier weiter nach unten scrollen, je nachdem, welchen Bereich man gerade haben möchte. Weitere Displays sind für die Phasenfunktion zum Beispiel oder hier dann weiter noch die digitalen Schalter oder Trimfunktionen oder ganz einfach die Systemmenüs. Ein neues Feature auch ist, dass die Anlage WLAN und Bluetooth fähig ist von Anfang an. Das heißt, WLAN verbindet ihr einfach zu Hause mit dem Router und da könnt ihr ganz einfach nach neuen Updates suchen, beziehungsweise die Anlage sucht die Updates automatisch und ihr führt sie dann einfach nur noch aus. Ihr könnt aber auch ganz standardmäßig weiterhin am PC die Updates runterladen und dann die Anlage mit der USB-Schnittstelle verbinden und dann quasi wie ein USB-Stick auf die Anlage zugreifen. Geladen wird die Anlage auch über diesen USB-Stick, das heißt, wir haben höchste Funktionalität allein über diesen Port. Wir haben aber hier oben auch natürlich weiterhin unseren normalen COM-Port, den Audioausgang und die Datenbuchse. Die MZ32 verfügt über 32 Steuerkanäle, 5 verschiedene Modelltypen, also Helikopter, Fläche, Multikopter, Boot und Auto und kann bis zu 999 Modelle speichern. Das heißt, man muss nicht wieder die SD-Karten hin und her tauschen, man kann alle Modelle auf dem einen Sender haben. Generell die MZ32, unser neues Flaggschiff, wird ca. Ende Mai zur Verfügung stehen. Könnt ihr bei uns im Online-Shop unter www.graupner.de beziehen oder einfach bei unseren Fachhändlern bestellen. Ich denke, die meisten Leute kennen mich. Ich bin der Jan Henseleit, baue seit vielen Jahren Hubschrauber. Habe jetzt wieder was ganz Spezielles Neues hier für die Messe gemacht. Muss aber sagen, das ist wirklich was sehr Spezielles, wird auch nur einen sehr kleinen Kundenkreis ansprechen, auch nur in sehr kleinen Stückzahlen produziert und dementsprechend auch etwas teurer sein. Das ist im Grunde jetzt die Realisierung meines ursprünglichen Projektes von dem TDS, den ich schon 2013 vorgestellt habe, den ich aber in dieser Form nie vollendet habe, weil wir Schwierigkeiten hatten mit dem Gewicht und auch mit dem Schwerpunkt. Daraus ist ja dann der TDR-2 entstanden, der als Universalmaschine zum 3D-Fliegen geeignet war oder ist und auch sich als Speedmaschine gemausert hat, den wir auch mit der geschlossenen Haube liefern und mit dem wir den zurzeit bestehenden Weltrekord halten. Jetzt kam aber letztes Jahr von der FAI eine komplett neue Regelung in der Speed-Klasse. Die haben halt jetzt Regeln festgelegt, dass ein Hubschrauber für Weltrekordversuche maximal 5 Kilo haben darf und den Antriebsakku von maximal 10 S. Das ist natürlich eine extreme Herausforderung, weil wir natürlich in einer Gewichtsklasse sind, die kritisch ist, wenn man Leistungen von bis zu 15 Kilowatt übertragen will. Das beißt sich also. Trotzdem habe ich mich also relativ kurzfristig entschlossen, doch noch jetzt in diesem Januar das Projekt mal in Angriff zu nehmen, weil mir diese Gesamtsilhouette und Form von dem TDS sehr gut gefallen hat. Deshalb habe ich nochmal eine komplett neue Mechanik konstruiert und habe halt jetzt bei dem ganzen Aufbau wirklich rücksichtslos auf alles verzichtet, was nicht unbedingt nötig ist. Der Geschichte ist auch die Linearenlenkung zum Opfer gefallen, weil die vom Platz her einfach nicht integrierbar war in diese Kompaktheit. Ich habe mir aber gedacht, da das eine reine Speedmaschine ist,
ist es auch hier nicht so wichtig, weil wir hier doch meistens mit hohen Pitchwerten fliegen und dann kaum noch zyklische Ausschläge haben. Generell habe ich das so gehandelt, das Ganze, dass der Gesamthub auch nur plus minus 12 Grad ist. Habe dafür hier oben die Einfräsung für den Blattgriffarm um 5 Grad verdreht zum Blattgriff, sodass ich also eine Voreinstellung von 5 Grad habe. Demnach erreiche ich jetzt einen Maximalwert von 17 Grad und einen Minimalwert von minus 7 Grad, was für Speedfliegen eigentlich optimal ist. Ich kann natürlich auch noch ein bisschen den Bereich verschieben, von minus 6 auf plus 18 Grad, wenn es nötig wäre. Aber im Groben und Ganzen ist das eigentlich der ideale Bereich, der sich im Laufe der vielen Jahre mit unseren Erfahrungen am TDR2 herauskristallisiert hat. Dann habe ich halt aus Schwerpunktsgründen, wie gesagt, wegen dem Leitwerk, die Zwischenwelle vom TDR2 nach vorne versetzt, vors Hauptzahnrad. Damit konnte ich den Motor etwas dichter zum Schwerpunkt schieben und habe das Gewicht von der Zwischenwelle auch vorm Rotorwellenmittellinie. Und der Hauptvorteil bei der ganzen Geschichte war, dass ich das gesamte Leitwerk um 75 mm nach vorne schieben konnte. Das Problem ist, dass es diese Riemen leider nur in relativ großen Abstufungen gibt. Es gibt diese speziellen Riemen, diese Hochleistungsriemen, einmal in 2100 mm und einmal in 1800. Und ich habe halt für den immer den 2100er verwenden müssen, weil der 1800er durch die Umlenkung hinten im Heck in jedem Fall zu kurz ist. Und durch diese Verschiebung um 75 mm nach vorne bin ich jetzt mit dem Schwerpunkt optimal hingekommen. Das war eigentlich einer der Hauptaspekte. Gut, und weil es mit der Zwischenwelle nicht anders ging, habe ich halt in der ersten Stufe einen Riemen angebracht. Der ist auch unkritisch, weil in der ersten Stufe das Drehmoment nicht so groß ist. Das heißt, die Belastung macht der relativ locker. Hier ein kleiner Riemenspanner, der eigentlich nur eine Riemenberuhigungsfunktion hat. Etwas anders ist es mit dem Heckriemen, das ist schon relativ komplex, weil der Riemen ja hinten im Heck um Umlenkrollen läuft, um eine Umlenkrolle und um die zweite zurück. Und der läuft absolut parallel bis vorne hin. Und hier wird er um diesen Umlenkrollenblock um die 8 Grad geneigt, die der Rumpf im Verhältnis zur Mechanik schräg steht. Und erst im letzten Bereich wird er um 90 Grad gedreht, um dann auf der Antriebsscheibe mitzulaufen. Auch habe ich hier bei der Mechanik den mitdrehenden Heckrotor weggelassen, weil der für so ein Modell nicht so viel Sinn macht. Hier ist es wichtiger, dass ich möglichst viel Autorotationsenergie habe im Notfall, wenn der Motor mal stehen bleibt. Weil Autorotationsübungen macht man mit sowas sowieso nicht. Das sind dann wirklich nur Notfallprocedures. Und es hat noch einen zweiten positiven Effekt. In dem Moment, wo der Motor stehen bleibt und der Heckrotor damit auch, höre ich so akustisch sofort den Unterschied im Geräusch und nehme auch in größerer Entfernung wahr, dass jetzt was nicht stimmt. Man kann also auch noch rechtzeitig die Autorotation einleiten, was man bei mitlaufenden Heckrotor meistens erst zu spät merkt und dann steht der Rotor schon fast. Das sind also die Hauptaspekte. Wichtig zu sagen ist halt, dass das ein Modell ist, was relativ wenig Freiraum gibt für individuelle Gestalten. Dazu ist es zu extrem ausgereizt. Das heißt, die Servos sind jetzt auch ein Bestandteil der Konstruktion. Das heißt, da gibt es auch keine Alternativen. Ich habe da auf die neuen MKS-Servos, die 575, zurückgegriffen. Die haben extrem gute Werte, 18 Kilo Stellkraft bei 8 Volt. Haben im Prinzip von der Breite und der Länge Standardmaße, aber sind extrem flach. Eignen sich hervorragend, sind auch so schnell, dass ich sie sogar fürs Heckservo benutze. Das heißt, es ist für mich eigentlich hier in diesem Fall das ideale Servo gewesen. Ist also eine sehr spezielle Geschichte. Ich errechne mir da auch keine hohen Verkaufszahlen. Das ist was für Leute, die wirklich in der Wettbewerbsszene fliegen wollen oder auch einfach extrem schnell unterwegs sein wollen. Und eben auch die Möglichkeit haben wollen, mit 10S sehr schnell unterwegs zu sein. Man kann natürlich auch 14S oder sogar 16S fliegen. Von der Akkupritschengröße, die entspricht dem TDR2, ist nur erleichtert. Hier in dem Musterpack habe ich jetzt einen 10S 5000er Pack mit 1550 Gramm. Und in der Konfiguration, also praktisch fürs FAI, wiegt die komplette Maschine mit der Haube 4,9 Kilogramm. Wenn man jetzt sagt, ich würde 14S fliegen wollen und vielleicht sogar noch einen dickeren Motor, einen 850er, dann würde ich wahrscheinlich bei einem Abfluggewicht von immer noch nur 5,1 bzw. 5,2 Kilo landen. Habe also eine extrem leichte Maschine und weniger Gewicht bringt natürlich in jedem Fall Vorteile, auch für die Geschwindigkeit, weil was ich nicht in Auftrieb
verbrate, kann ich in Vortrieb nutzen. Das ist eigentlich im Groben Ganzen so ein Umriss der Maschine, der Gedanken, die ich mir dabei gemacht habe. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Competitions und mal schauen, was dabei rauskommt. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Joshua Lamm. Ich bin Teampilot bei Freakware und ich fliege die Align Helis auf Messen und Veranstaltungen. Hier neu haben wir den T-Rex 700XN. Wie die ganze X-Serie haben wir hier das neue schmale Chassis, die neue Kopfgeometrie mit neuen Metallservos an der Taumelscheibe, am Heckrotor und am Gas. Dann haben wir die neue kürzere Übersetzung für die langhubigen Motoren der 105er bis 120er Klasse. Das neue verstärkte Heck mit den größeren Blatthaltern für einen größeren Heckrotordurchmesser, wodurch man eine bessere Heckrotorwirkung erreicht. Und speziell hier für Nitro die 700er Leimblätter mit einem besser liegenden Schwerpunkt und einem leichteren Gewicht, dass man hier auch eine bessere Performance erreicht. Ja, die Super Combo wird ausgeliefert mit dem Microbeast, mit dem integrierten Governor für die Drehzahlregelung vom Verbrennungsmotor. Und das Ganze gibt es bei uns bei freakware.de. Hallo, ich bin der Michael Steinmetz, man kennt mich auch als den Copperdog. Und ich bin hier bei Xnova am Stand bei der Rotor Live 2018 und zeige euch mal das neue Produkt, die neue Lightning Series. Und zwar wurde bei diesem Motor erstmalig der Standard, dieses 0,2 mm Statorblech, ersetzt durch ein 0,15 mm Statorblech, um hier noch mehr Effizienz und noch mehr Leistung zu ziehen. Was sich im Flug bemerkbar macht, dadurch, dass der Motor einfach über den gesamten Flug etwas kühler bleibt und somit bis Ende gleichmäßig Leistung abgeben kann. Weiters ist es so, dass alle Lightning-Motoren, sei es die 4020, 4025, 4525, 4530 und auch später das Top-End, die 50er-Serie, mit diesen Statorblechen ausgestattet sind und einem höheren Füllgrad. Das heißt, man hat also nochmal den Kupferquerschnitt erhöht in diesem Motor, um noch mehr Leistung aus dem Motor zu bekommen und somit jeden Bereich auch in verschiedenen KVs abdecken und einfach viel Leistung und viel Effizienz bringen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Produkt. Hallo, mein Name ist Tim Vöge von der Firma PSG Dynamics und wir stellen heute den neuen PSG Zenit 800 vor. Ein paar kleine Änderungen haben wir. Wir haben einmal eine neue Haube. Die Haube ist laminiert beim Heli Center Berlin, lackiert von Kevin Eickamp. Die Haube ist die gleiche zu dem 700er, hat die gleiche Form, andere Lackierung. Wir haben drei verschiedene Varianten davon. Einmal, wie hier zu sehen, das Neongelbe. Das gleiche haben wir noch in einem Candy Rot und einem Candy Grün. Wir haben unter der Haube haben wir auch zwei, drei kleine Änderungen zum 700er. Wir haben einmal, um den Motoreinbau bei großen Motoren zu erleichtern, haben wir an der Seite Aluplatten, damit wir den Motor nicht mehr innen verschrauben müssen. Das übernehmen die Aluplatten nun. Wir haben natürlich im Gegensatz zum 700er ein längeres Heckrohr, längeren Starrantrieb, längere Anlenkstange, die jetzt zweimal geführt ist, nicht wie im 700er einmal geführt. Und eine Bodenplatte, um bei härteren Landungen das Gewicht besser aufnehmen zu können. Verfügbar ist das Ganze im Laufe des Jahres und der Preis wird ca. 100 Euro teurer wie die 700er Variante. Ja. Soweit war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im Jahr. Tschüss.